Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tessie Supply. Mein Name ist Marin und ich bringe dir heute ein neues Update. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Und nach der großen Partystimmung hier in Grünheide kommt so ein bisschen die Hangover-Situation heraus, denn in den letzten Tagen hast du auch sicherlich gemerkt, dass ja viele Nachrichten bei Tesla nicht mehr so positiv sind. Die großen Fragezeichen Shanghai, wann geht die Produktion wieder los, die Preiserhöhung des Model 3 Standard Range und natürlich so einige andere Sachen, wie zum Beispiel das Model Y Performance. Einige Leute hatten schon Bescheid bekommen, dass sie es abholen können und dann wurde es wieder verlegt und sie warten, haben keine Antworten, es ist nichts in der App zu sehen. Also ein bisschen Hangover-Stimmung ist schon da. Und ich möchte ein bisschen darauf eingehen. Ich möchte mir die Zeit nehmen, hier in den 8 Minuten dir das einmal zu erklären. Was haben wir denn hier gerade für eine Situation? Und gibt es auch Hoffnung? Das ist ja die Frage. Und ich glaube, es gibt Hoffnung. Die Frage ist nur, wie viel Zeit bringt man mit? Wenn du neu zu diesem Kanal bist, lass gerne ein Abo da. Viele Leute schauen sich diesen Kanal an, haben noch nicht abonniert. Also wenn du einer derjenigen bist, lass gerne ein Abo da. Also, wir haben natürlich die Preisschraube und die ist natürlich happig, wenn wir uns das Model 3 Standard Range anschauen. Und die Kommentare von vielen, die sagen, jetzt kaufe ich mir keinen Tesla mehr, kann ich in der Hinsicht schon verstehen. 7.000 Euro ist ein Batzen Geld. Es gibt aber immer zwei Paar Schuhe bei dieser Situation und wir schauen mal in die derzeitige Wirtschaftssituation, auch in der Autobranche allgemein. Ein Unternehmen wie VW musste die Produktion teilweise stoppen, andere Unternehmen genauso und einer der wenigen, die noch weiter liefert, ist BMW. Wenn man aber bei BMW in den Elektroautomarkt reinschaut, dann sieht man ganz schön stattliche Preise bei den Elektroautos von BMW und da ist natürlich mit 50.000 Euro das Model 3 immer noch weit entfernt von. Natürlich kann man ein Model 3 mit einem BMW Elektroauto auch nicht vergleichen, aber die Nachfrage nach Elektroautos ist so immens, dass sich Tesla das leisten kann, die Preise ansteigen zu lassen, weil sie einfach die Leute rausfiltern müssen, die es sich nicht leisten können. Das hört sich jetzt brutal an. Ich persönlich würde mir auch kein Auto für 50.000 Euro kaufen und auch kein Model 3. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, oh, du verteidigst Tesla, nein, ich verteidige nicht Tesla. Ich gehe rein auf die wirtschaftliche und die ja, betriebswirtschaftliche Situation hier ein. Und die ist ganz klar so, dass in diesem Moment einfach viel, viel mehr Leute einen Tesla haben möchten, als sie produzieren können. Was bedeutet das jetzt für die nächsten 2-3 Jahre? Es bedeutet, dass Tesla diese Preisstrategie so lange machen wird, bis es nicht mehr genug Nachfrage geben wird und dann werden sie die Preise wieder runterfahren. Das ist eine Strategie, die sie fahren können. Der andere Punkt ist, und da könnt ihr mich jetzt gerne kritisieren für, wenn ihr anderer Meinung seid, aber wenn man den Gesamtmarkt sich nimmt, ist ja immer noch nicht die größte Elektroauto-Auswahl auf den Markt. Und ich glaube, wenn wir den Weg hin zur vollen Elektromobilität gehen, in 3-4 Jahren, wenn wir so viele Elektroautos auf dem Markt haben, dass die Konkurrenz an den Produkten und innerhalb der Unternehmen gegenseitig, also VW gegen Tesla, dann BMW, dann Mercedes etc., die Konkurrenz wird größer sein. Nicht nur unter den Premium-Marken, auch unter den Marken, die entsprechend günstigere Autos anbieten. Und in diesem Moment wird entscheidend, dass Tesla so viel Geld mit den Autos verdienen kann. In diesem Moment können wir sehr frustriert sein, weil natürlich Tesla das ausnutzt, dass sie mehr Geld verdienen können. Aber dadurch, dass sie solch eine hohe Marge haben und so viel mit diesen Autos verdienen, haben sie aber immer die Möglichkeit zu reagieren, sprich zu sagen, jetzt merken wir, oh, 50.000 Euro kauft kaum noch jemand, weil man es sich einfach nicht mehr leisten kann. Das führt natürlich dazu, dass Tesla Kunden verliert. Und wenn sie Kunden verlieren, das ist sehr traurig, aber Tesla kann natürlich auch nicht alle bedienen. Und das muss man eben dann einfach einsehen. Ich persönlich kann jeden verstehen, der jetzt sagt, ich kaufe mir ein anderes Elektroauto. Irgendwann in den nächsten 2-3 Jahren wird aber Tesla in die Situation kommen, dass sie die Preise wieder senken müssen, um Nachfrage zu generieren. In diesem Moment brauchen sie aber keine Nachfrage generieren, weil sie gar nicht wissen, wohin sie sollen mit den ganzen Bestellungen. Nur zur Information, wenn du einen Tesla hast oder einen demnächst kaufst, wir haben weiterhin auf Tessie Supply das Giga-Sommerpaket 15% Rabatt auf eine 5er-Kombination. Also, ganz wichtig, wir hatten das Thema Preise.
Wir hatten das Thema, es gibt nicht genug Produkte, sprich man kann es die jetzt gute Produkte auf dem Markt haben und unabhängig von dem Preis, das Model 3 Standard Range ist ja kein schlechtes Produkt, die können sich leisten, die Preise ansteigen zu lassen. Dann kommt natürlich noch die Rohstoffsituation, die Preise, die da steigern, das ist natürlich der Weg, wie man es begründet. Wenn du übrigens diesen Podcast hier oder andere Sachen, die ich auf Tesla Mac mache, hören willst in meinem Podcast, dann kannst du das auf Tessie Supply, Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, also da findest du mich auch. Jetzt ist natürlich der entscheidende Punkt, mit einer neuen Batterie, mit vielen Neuigkeiten und Innovationen kann Tesla die Preise innerhalb, die Kosten, die sie selber haben, noch weiter drücken und schafft damit sehr, sehr viel Spielraum in der Zukunft, sich den Marktanteil weiter zu sichern, indem sie dann wieder mit den Preisen runtergehen. Das führt in diesem Moment natürlich zur Frustration, weil viele sagen, naja, das entspricht ja nicht der Mission und der Vision von Tesla, zu helfen, dass es in Richtung Elektroautos geht, also alternative Energien etc. Und da gebe ich auch zum Teil recht. Aber was bringt es Tesla, wenn sie plötzlich 300.000 Reservierungen für die Standardvariante haben? Sie müssen diese Nachfrage justieren und das ist das, was sie zurzeit machen. Egal, ob man es mag oder nicht, aber das ist, wie der Markt funktioniert. Ich habe die Hoffnung und ich glaube auch, dass in den nächsten 2-3 Jahren der Markt der Elektromobilität so stark wachsen wird, dass es so viel Auswahl an Produkten gibt, dass Tesla jederzeit dann darauf reagieren kann, wenn sie merken, dass sie nicht mehr genug Bestellungen bekommen. Und ein Beispiel möchte ich hier anführen. Es gab diese Strategie auch schon in China. Da gab es die Model Y Standardvariante, die kam raus und dann hat man gedacht, man braucht noch mehr Nachfrage. Und was war die Strategie? Man hat über Tesla eine 0-Euro-Finanzierung angeboten. Sprich, du gehst zu Tesla hin, bekommst einen Model Y Standard Range mit 0 Euro auf den Tisch legen, finanzierst du den bei Tesla und legst los. Sie haben innerhalb von 2 Tagen, mussten sie die ganzen Bestellungen einstellen. Sie mussten das Ganze rückziehen, weil solch ein Bedarf da war. Und stell dir mal vor, wenn das passiert, wenn Tesla sagt, okay, du kannst dein Tesla voll finanzieren und es gibt Leute, die das machen würden. Es gibt aber auch viele, die werden es nie machen. Aber das ist ein Weg, wie auch Tesla noch Nachfrage generieren kann, wenn sie es wirklich vorhaben. Gerne lass mir deine Meinung da. Ich bin immer offen und ehrlich hier in diesen Videos und möchte natürlich auch deine Meinung zu diesem Thema wissen. Wenn du neu dabei warst, lass gerne ein Abo da. Es würde mich sehr freuen, wenn du diesen Kanal unterstützt. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, dein Marian und tschüss.